Zunächst ist mir wichtig zu sagen, wir alle müssen uns kümmern darum, dass die digitalen Lernmittel in der Tat auch gut dazu genutzt werden, um soziale Ungleichheit abzubauen. Wir haben ja jetzt gerade in der Corona-Krise erlebt, dass die einen zugegebenermaßen berechtigt ärgerlich darüber waren, dass Videokonferenzen stecken geblieben sind, eingefroren sind. Das Problem anderer Kinder war wiederum, dass gar keine Geräte da sind, dass viel zu wenig Rückzugsräume möglich sind, wo man ungestört in Ruhe lernen kann und vieles andere mehr. Familien sind eher weniger in der Lage, Anregungen zu geben und die Gefahr ist sehr groß, dass wir diese Kinder abhängen. Deswegen finde ich, muss die erste Forderung sein, alle Kinder brauchen einen guten Zugang zu leistungsfähigem Internet. Wenn es gut läuft, haben sie eigene Geräte. Also ich bin eine Skeptikerin von Leihgeräten, weil ich finde, Eigenverantwortung wird dann gestärkt, wenn Kinder ein eigenes Gerät haben, was sie einrichten können, wofür sie Verantwortung tragen. Sie müssen alle Zugang zu leistungsfähigem Internet haben, keine Frage. Dann finde ich, ist es wichtig, dass es Räume gibt. Räume, wo Kinder, wo Schülerinnen und Schüler jeden Alters gemeinsam lernen. Dass wir nicht sortieren, wo man gemeinsam Erfahrungen sammeln kann, wo man gemeinsam Probleme bearbeiten kann, wo man Erfolge feiert und Misserfolge verkraften muss. Also das finde ich wichtig. Die Idee, die in der Projektgruppe Chancengleichheit im Forum Open Education entwickelt wurde, Schulbibliotheken dafür zu nutzen, finde ich großartig. Wichtig wäre mir, darauf hinzuweisen, wir brauchen gutes Personal, ausreichendes Personal und ganz verschiedene Professionen. Schulsozialarbeit, Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter überhaupt, Medienpädagogen, Administratoren, Techniker und selbstverständlich Lehrkräfte. Das ist ganz wichtig. Und ich finde, das ist hätte dann ein ganz großes Potenzial, wirklich gemeinsame Lernräume zu schaffen. Was mir noch fehlte, was ich gern anregen möchte, ist, wir brauchen Kooperationspartner, und zwar solche, die Erfahrungen haben. Und ich würde die Kinder- und Jugendhilfe, die Akteurinnen und Akteure der Kinder- und Jugendhilfe unbedingt ins Spiel bringen. Weil sie haben viel Erfahrung, viel pädagogische Erfahrung, wie man Kindern beispielsweise in schwierigen familiären Situationen helfen kann, wie man Probleme lösen kann. Sie haben auch Räume, da denke ich an ganz klassische Räume wie die Jugendclubs oder Makerspaces und so. Und ich denke, da müssen wir gucken, dass wir die sogenannten dritten Räume, also externe Räume, außerschulische Räume, unbedingt auch dafür öffnen. Einen dritten Gedanken möchte ich gerne noch loswerden. Wir dürfen die ländlichen Räume nicht aus dem Blick verlieren. Also dort ist es noch ganz wichtig, dass wir Vereine, die da schon lange aktiv sind, die Jugendfeuerwehren, fallen mir da zum Beispiel ein, dass auch die, dass wir auch mit ihnen zusammenarbeiten. Wichtig ist allerdings, dazu gibt es ja auch schon Erfahrungen, dass diese Vereine nicht überfordert werden, denn auch sie brauchen gutes, kundiges Personal dafür. Und dann denke ich, haben wir eine gute Gelegenheit, digitales Lernen oder Lernen mit digitalen Mitteln aus ganz unterschiedlichen Perspektiven zusammenführen. Und ich denke, Bildung oder die Quelle von Bildung ist Vielfalt und nicht Einfalt. Und das wäre, während gute Quellen für gute Bildung wichtig ist, dass sie allen Kindern zugutekommen.